Wir trauern, wir revoltieren. Als staatliche Politik ließ man zehntausende Menschen unter den Trümmern sterben. Diejenigen, die diesen in sich fallenden Stammburgen überlebten, sind auch Hunger, Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit, Vertreibung und Gewalt ausgesetzt. Als Staatspolitik ergriff die faschistische Regierung nicht rechtzeitig in die Bergungsarbeiten. Nein, sie verhinderte dies darüber hinaus. Die Beschwerden der Menschen auf den Staat sind, dass sie anstatt von einem Staat zu erwarten, Hilfe zu bekommen, sie aus Profitgier der Regierenden in den Schoß des Todes verstoßen wurden. Es ist derselbe profitierte Staat, der den Weg für unsachgemäße Bauen, mörderische mit Baumastie gebebenen hat und der nach dem Erdbeben nicht rechtzeitig zu den Trümmern gegangen ist. Um die Menschen zu retten, diese Situation ist nicht Folge des Versagens des Staates angesichts den Folgen des Erdbebens, sondern eindeutig ein Ergebnis seiner Absicht und Präferenz. Der späte Beginn staatlicher Rettungsbemühungen und die Angriffe auf revolutionäre, demokratische und fortschrittliche Institutionen, die auf der Seite des Volkes stehen und die Verhinderung von Solidarität, sind Handlungen einer bewussten staatlichen Entscheidung. Die Tatsache, dass im Erdbebengebiet Menschen kurdischer, arabischer und meist Menschen alevitischen Glaubens leben, sind der Grund dafür, dass alle möglichen Interventionen behindert und verzögert wurden. Der faschistische Staat zielt darauf ab, die demografische Struktur der Region zu verändern, indem er das Erdbeben in eine Chance für seine rassistischen Absichten verwandelt.